Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zur heutigen Jahreslegung. Ja, meine Lieben, meine Jahreslegungen kommen immer erst auch zum astrologischen Neujahr, das am 20.03. mit dem Eintritt der Sonne in das Sternzeichen Widder beginnt. Und deswegen kommen meine Jahreslegungen immer ein bisschen verspäteter, weil ich mir das astrologische Jahr anschauen. Nur das ganz kurz als Erklärung. Und ich nehme jetzt hier ein kleines Intro auf, weil ich ganz kurz ein bisschen was Allgemeines zu diesem Jahr sagen möchte und ein paar astrologische Highlights nennen möchte. Und die sind für alle Sternzeichen gleichermaßen gültig. Du wirst aber unten in der Infobox einen Hinweis finden, wann du dieses Intro überspringen kannst, falls du dir mehrere Sternzeichen anschaust, dass du dir das nicht mehrfach anschauen musst. Aber einmal würde ich es mir anschauen, weil ich in der Legung mit Sicherheit auch ein bisschen auf das, was ich hier sage, zurückkommen werde. Genau, also meine Lieben, es beginnt ein Sonnenjahr. Das klingt genauso, wie es sein wird. Es ist ein Jahr voller Wachstumsmöglichkeiten, vor allem auf der individuellen und auf der spirituellen Ebene, dass wir ein bisschen unser Ding machen. Wir befinden uns seit 2020 in der großen Übergangsphase in das neue Zeitalter. Und Entschuldigung, wir dürfen uns das ein bisschen vorstellen wie eine Geburt. Und die Wehen kamen, also ich habe noch nie ein Kind bekommen, deswegen kann ich jetzt hier quasi nur metaphorisch sprechen. Also die Wehen kamen in 2020 und jetzt sind wir in 2024. Jetzt geht die Geburt los. Also das Kind kommt, dein Baby möchte auf die Welt gebracht werden. Was auch immer dein Baby ist. Dein Baby hat etwas damit zu tun, wie du dir dein Leben vorstellst. Ich habe jetzt ein paar Jahreshoroskope mir durchgelesen und die Astrologen sprechen eigentlich eine Sprache und die heißt, der Wandel ist nicht mehr aufzuhalten. Ne? So, es kommt jetzt. Die neue Welt, dein Baby, es will jetzt auf diese Welt, es will realisiert werden, es will echt werden. Und da das Sonnenjahr uns aber mit sehr viel Licht beschenkt, haben wir eben eine Chance, genau das zu gestalten, genau das zu kreieren, uns zu entfalten, zu wachsen in die Richtung, in die wir auch wachsen möchten. Egal in welchem Bereich deines Lebens. Ne? Es ist, wir kommen aus einem Marsjahr, wir kommen aus einem, ne? die letzten Jahre waren alles sehr anstrengend. Aber das verspricht 2024 nicht. Also 2024 hat mit Sicherheit, na, Wachstum bedeutet auch Wachstumsschmerz, hat mit Sicherheit auch seine Herausforderungen, aber im Großen und Ganzen können wir sagen, es geht jetzt in Richtung Licht am Ende des Tunnels, Ende des Geburtskanals, so möchte ich es sagen. Und ich habe jetzt überlegt, ob ich euch viel astrologisch erzähle, aber das machen wir dann Monat für Monat. Ne? Ich erzähle euch jetzt einfach mal das, was ich gerade als Highlight für dieses Jahr empfinde. Zwei Sachen davon beginnen bereits jetzt hier im April. Wir haben im April eine große Konjunktion von Jupiter und Uranus im Stier und die Astrologen sagen, das ist so eine Quantensprung-Energie. Ne? Jupiter, Expansion, Freiheit, ne? So Horizonterweiterung und Uranus, unser Aufbrecher. Ne? Also wir dürfen damit rechnen, dass wir auf jeden Fall im April schon größere Schritte machen, größere Sprünge in diese neue Richtung. Weiter im April beginnt ein neuer Venus- und Mars-Zyklus. Venus zieht Anfang April in den Widder ein, Mars Ende April in den Widder. Und mit Widder beginnt ja auch immer der neue astrologische Zyklus. Also auch auf der Beziehungsebene, auf der partnerschaftlichen Ebene. Ne? Nicht nur Liebesbeziehung, all unsere Beziehungen erfahren sowas wie ein Reset, wie ein Neustart. Dann im Jupiter ein ganz, ganz großes Happening aus meiner Perspektive. Jupiter, der unser Wachstumsplanet, unser Entschuldigung, unser Planet der Chancen, zieht in das Sternzeichen Zwillinge ein. Zwillinge ist größer denken,
Sprache wird eine ganz wichtige Rolle spielen, also sich selber zum Ausdruck bringen, ne? So. Aber auch, ne, Zwillingenergie, Dualität, das Wir, die Vereinigung, der Austausch, ne? Also im Austausch liegt sehr viel Potenzial zum Wachstum. Dann im August könnte es ein bisschen tricky werden. August ist so ein bisschen ein spannungsgeladener Monat. Jupiter, Mars und Saturn bilden ein Quadrat. Das nochmal so ein bisschen so ein Hey, so nicht. Ne? So nicht. Nochmal hinschauen, so funktioniert es nicht, Energie bringt. Und das passt auch hervorragend dazu, dass Pluto dann im September nochmal für 2 Monate zurück in den Steinbock geht. Ne? Ich habe euch die ganze Zeit was von Pluto erzählt. Pluto in Wassermann, Wandel, Transformation, los geht's. Ne? Und der geht im September nochmal zurück in den Steinbock. Und für mich ist es jetzt vor allem auch mit dem Quadrat im August so ein kleiner Hinweis, wo wir einfach immer noch an diesem alten System, an alten Denkstrukturen, an alten Abhängigkeiten hingen und hängen und erkennen dürfen, dass diese jetzt wirklich überholt sind, ne? Pluto, Transformation, wo wir nochmal ganz kurz zurück in diese Energie gebracht werden, um dann am 19.11. finally, ne, mit Pluto in, oh, sorry, am 19.11., wenn Pluto dann finally in den für immer, also nicht für immer, aber nicht mehr in den Steinbock zurückkehrt, wieder in den Wassermann einkehrt, wo dann wirklich das Losgelöste von diesen Mechanismen, Systemen, Strukturen wirklich auch weiter gestaltet werden kann. Also für mich ist dieser Pluto nochmal in Steinbock so ein Reminder. Ein Reminder, was hier noch transformiert werden darf. Und dann haben wir im September auch die zweite Eclipse-Season. Und ja, meine Lieben, das ist jetzt erstmal alles, was ich euch so allgemein sagen kann. Wie gesagt, wir gehen wie immer von Monat zu Monat durch die anderen astrologischen Ereignisse. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wenn ich euch das jetzt alles erzählen würde, könnte sich eh keiner merken. Also, insgesamt lässt sich sagen, es liegt ein sehr spannendes, aufregendes, Horizont erweiterndes Jahr vor uns, das uns ganz viele Möglichkeiten zur individuellen Entfaltung und zum seelischen Wachstum bietet. Und ich finde, das sind doch wundervolle Aussichten. Genau, und jetzt geht's weiter mit den Sternzeichen. Nein, meine Lieben, eine kleine Sache habe ich noch vergessen. Die möchte ich auch noch ganz kurz als allgemeine Info weitergeben, damit ich es nicht jedem Sternzeichen einzeln erzählen muss. Da kommt einfach mein praktisches Jungfrau-Denken durch. Genau, also es gibt für jedes Sternzeichen immer 2 Jahreslegungen. Die Geburtstagskinder des Monats bekommen ja immer die Legung zu ihrem neuen Lebensjahr. Und diese Jahreslegungen und die Geburtstagsjahreslegungen, die unterscheiden sich. In den Geburtstagsjahreslegungen schaue ich auf die verschiedenen Bereiche, auf deine persönliche Entwicklung, auf Liebe und Partnerschaften und auf Finanzen und Beruf, während ich jetzt hier in dieser Jahreslegung so einen Zeitstrahl abbilden möchte, ne? Der uns einfach so ein bisschen durch das Jahr führt. Zeit ist fließend, ob das für dich das ganze Jahr betrifft oder ob das für dich vielleicht einfach ein Prozess ist, der innerhalb von wenigen Monaten stattfindet, das weiß ich nicht. Ich versuche einfach nur eben eine Entwicklung aufzuzeigen, die du in diesem Jahr machen wirst und das eben themenunabhängig. Ne? Das wird die Legung dann zeigen, über was wir hier reden. Alle Jahreslegungen findest du in einer Playlist hier auf meinem Kanal. Da findest du, ja, alle Jahreslegungen. Gut, meine Lieben, jetzt geht's aber wirklich los. Hallo, meine Lieben, wieder schön, dass ihr dieses Video eingeschaltet habt. So, wir bilden jetzt einen kleinen Zeitstrahl durch dieses Jahr ab und schauen einfach mal. Interessant, der Teufel und das Ass der Schwerter. Also, vielleicht ist dir sehr viel klar geworden über etwas, was für dich nicht mehr so funktioniert. Vielleicht gehst du sehr in. Ah, ja. Kann sein, dass sehr viel Klarheit, sehr viel Entschlossenheit mit dem Ast der Schwerter, das wir gerade gesehen haben, bereits hier Anfang Januar in dein Leben kam mit diesem Pluto-Transit Steinbock-Wassermann, dass du, ja, ich sehe dich gerade Ast der Schwerter auf jeden Fall mit einer gewissen
Klarheit dastehen. Aber wir schauen mal, ja? Okay, I truly love it. Viele neue Ideen, Page der Stäbe, abenteuerlustig, frei, offen, unabhängig. Ne, du willst irgendwie unabhängiger werden. Du willst irgendwas, ja, du hast einen ganz großen Freiheitsdrang, nehme ich wahr. Mein lieber Widder, einen ganz großen Freiheitsdrang. Okay. Gut, liebes Universum, eine kleine Reise durch das Jahr für meine Widder. Der Eremit, Jungfrau-Energie. Oh, Ast der Kelche, interessant. Vielleicht setzt du dich gerade mit sehr vielen Thematiken auseinander, fühlst in dich hinein, was wünsche ich mir eigentlich, wo zieht es mich hin? Also ich sehe hier einen sehr starken Ast der Schwerter, der Eremit, Ast der Kelche. Ich nehme wahr, dass du dich sehr intensiv mit dir selber beschäftigst. Sechs Münzen, was du gestalten willst, was du erwartest vom Leben, was du bereit bist zu investieren. Ritter der Stäbe, zehn Stäbe, ja, okay, I truly love it. Wer willst du sein, wer willst du nicht mehr sein? Zehn Stäbe, der Ritter der Stäbe. Was beschwert dich? Was ist so beschwerlich in deinem Leben? Also hier ist ein ganz krasser Reflexionsprozess. Und aber auch einer, also hier ist so ein bewusstes, was nimmt mir denn meine Freiheit? Ne? Was darf ich loslassen? Was darf ich hinter mir lassen, um hier in, ne, das ist, ich nehme dich hier wahr. Ich will freier sein, ich will unabhängiger sein. Mein Leben soll Spaß machen, ich will glücklich sein. Also eine ganz intensive Auseinandersetzung. Wir haben hier Schütze-Energie, also hier ist auf jeden Fall auch irgendwie ein Reisen oder seine Sachen packen und umziehen, ne, an neue Orte. Schütze-Energie ist diese Expansionsenergie. Ich mag's, ja, I truly love it. Oh, Wowski, meine Liebe. Page der Münzen, der Turm. Eine Karte zum Turm. Neun Stäbe. Noch eine Karte zum Turm. Und das Ast der Stäbe. Meine lieben Widder. I truly, truly, truly love it für euch. Ich mag das. Das sieht für mich nach möglicherweise einer sehr großen Veränderung aus. Ich hätte jetzt gern eine Hauptenergie, die über diesem Zeitjahr, der Sprung ins Ungewisse. Mein lieber Widder, wag dieses Jahr was, trau dich was. Ich sehe dich 9 Stäbe, 10 Stäbe, ne? 9 und 10. Ich sehe dich definitiv einen ganz anderen Weg einschlagen. Ne? Das kann eine komplett andere Karriere sein, das kann eine Beziehung beenden, das kann ein Land verlassen sein, ne? Es kann alles sein. Aber ich habe das Gefühl, du bist gerade dabei, diesen Plan zu kreieren und in die Tat umzusetzen und so erste Schritte zu gehen, zu kommunizieren. Aber dann passiert noch irgendetwas, ne? Der Turm Uranus-Energie, dann passiert noch irgendetwas in diesem Jahr, das, beziehungsweise, ich will mich noch gar nicht so weit aus dem Fenster legen. Der Sprung ins Ungewisse, den sehe ich auf jeden Fall, dass du dieses Jahr mutig sein darfst, auch mit dem Ritter der Stäbe, wirklich was komplett hinter dir zu lassen, was komplett Neues von vorne anzufangen, ne? Der Turm so... Seelengefährten, interessant. Vielleicht mit einem Seelengefährten, auch gemeinsam. Okay. Langmut. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die wichtig ist. Also ich sehe dich bisher, wobei Page der Münzen kann der Seelengefährte sein, der in dein Leben tritt und einfach, ne, das Blatt nochmal komplett wendet. Kann auch sein in einer bestehenden Beziehung oder kann auch eine Business-Partnerschaft sein oder also am naheliegendsten habe ich jetzt irgendwie den Impuls von einem Umzug in ein anderes Land. Ne? Nicht jeder von euch wird in ein anderes Land umziehen, aber von der Energie her, ne? Sowas wie ich packe alle meine Sachen, ich lasse alles hinter mir, ich bin vogelfrei, ich fange irgendwo komplett neu an, von Grund, ne? Der Page der Münzen ist immer so, ich lege einen komplett neuen Grundstein und nichts ist wie vorher. Ne? So, nichts ist wie vorher und irgendwie
ist da eine Begegnung, eine überraschende Begegnung, Teil des Wandels oder Teil des Umbruchs. Ne? So, wir haben, ich habe es im Intro gesagt, wir haben einen neuen Mars-Venus-Zyklus, wir haben Jupiter in den Zwillingen, ne? Die Zwillinge, das sind die Liebenden. Also definitiv nehme ich den Pagen der Münzen auch als etwas von außen wahr. Und diese Karte Langmut, eine Ziellinie wird erreicht, ne? 9, 9, 10. Okay, meine Lieben, ich glaube, wir nehmen die beiden Karten. Wir nehmen die beiden Karten. Keine Ahnung, es kann auch sowas sein, wie dass du dich im Urlaub verliebst, ne? Sowas. Du verliebst dich im Urlaub oder keine Ahnung, du bist im Urlaub auf einer Reise und dort begegnet dir dein Traumhaus und du so, okay, weißt du was? Habe ich vorher nicht gewusst. Aber ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie mein Leben ausschauen soll. Das Universum präsentiert mir das. Hier, das ist meine Chance. Und du so, Sprung ins Ungewisse, ja Mann. Ja Mann, mach ich, ne? So, mach ich, das ist es. Okay, meine Lieben. I love it. Ich hätte gern hier aus dem Lenormand Floralis. Aus dem Floralis Lenormand hätte ich gerne noch eine Karte. Oder ich hätte gerne noch ein paar Botschaften. Wir schauen mal. Ich hätte gerne eine Karte zum Eremit, weil ich habe das Gefühl, du bist gerade in einer Phase oder du beginnst das Jahr mit einer Phase der Innenschau und der Bestandsaufnahme und Selbstreflexion. Vielleicht auch noch alleine. Aber das ändert sich auf jeden Fall. Der Fuchs. Ja, ich glaube, der Fuchs sagt so, dass irgendwas nicht mehr stimmig ist oder so. Ne? So. Das glaube ich war, also das ist jetzt keine Überraschung. Ne? So. Okay, ich hätte gerne eine Karte zum Ritter der Stäbe. Die Eule, Kommunikation, Austausch, aber auch Wissen. Jupiter, ne? Ich habe, das ist Schütze-Energie. Also im Mai nehme ich hier ein bisschen wahr, wenn Jupiter in die Zwillinge einzieht, dann kommt hier irgendeine sehr inspirierende, motivierende, pushende Energie in Form von eines Austauschs, einer Begegnung, eines Kennenlernens, die sehr viel Klarheit verschafft über etwas, wo du. Ja, ich muss gleich den Fuchs mal abklären, mir durchlesen. Unterstützung an der Unterseite des Decks und Unterstützung. Also du wirst dieses Jahr auf jeden Fall Unterstützung von Menschen haben, vom Universum. Und dann hätte ich gerne noch eine Karte zum Turm. Eine Karte zum Turm für meine Widder. Der Hund, Loyalität, das hören wir doch gerne. Ne? So. Und die Sense, Wowski. Okay, meine Lieben, du wirst irgendwie an einen Punkt gebracht. 10, ne? 10 ist Rat des Schicksals, auch das ist Jupiter, aber 10 ist Vollendung. Der Turm sagt, das Universum st stellt dich irgendwie in diesem Jahr vor eine Make-it-or-break-it-Energie. Do it or do it not. Ne? So, entweder oder. Auch das liegt hier. Entweder oder. Aber ich sehe, dass du irgendetwas komplett hinter dir lässt. Ne? Die Sense ist, das lasse ich hinter mir. Das lasse ich hinter mir. Ich weiß es nicht, meine Lieben. Ich weiß nicht genau, was du hinter dir lässt. Aber du sprudelst von neuer Energie, du sprudelst von neuen Ideen, du bist on fire, ne? Du bist on fire irgendwie. Ja, Trennung, Ende, Klarheit. Die Karte weist darauf hin, dass du vor einer Entscheidung stehst. Okay, also, es kommen offensichtlich relativ große Entscheidungen auf dich zu, mein lieber Widder. Ja, List, Täuschung, Betrug. Der Fuchs. Okay, also ich habe den Fuchs richtig wahrgenommen, meine Lieben. Der Fuchs sagt mir,
du bist bereits in diesem Prozess von so funktioniert das für mich nicht mehr. Ne? So das fühlt sich nicht an wie etwas, das ich weiter machen möchte. Ne? So. Du weißt bereits darum, dass etwas zu Ende geht, 10 Stäbe, dass etwas nicht mehr funktioniert, dass du einen anderen Weg einschlagen willst, und genau damit beschäftigst du dich gerade. Es passiert aber hier noch etwas. Die Eule, ich muss noch mal ganz kurz in die Eule schauen, aber die Eule ist Kommunikation, Austausch, Gespräche. Genau. Also du wirst hier irgendwie noch eine sehr wichtige Begegnung auf diesem Weg haben, vielleicht auch mehrere. Ne? So. Und Begegnung, klar. Die meisten Begegnungen haben wir mit Menschen, auch Kommunikation und Austausch, ne, ist Menschen. Aber ich habe das Gefühl, dass der Page der Münzen mir sagt, es sind nicht nur diese Art von Begegnungen. Sowas wie, keine Ahnung, du läufst an einem Aushang vorbei und boom, ne, so. Das war die zündende Idee. Oder du bist im Urlaub und siehst irgendwie, keine Ahnung, eine leerstehende Farm. Und auf einmal geht irgendeine größere Klarheit, eine größere Vision auf. Und du so, boom, das ist es jetzt. Das ist es jetzt. Sensen, ne? Ich nehme die Sense in die Hand und ich gestalte irgendein neues Leben. Ne? Ast der Stäbe ist neues Leben. Und die Menschen, die dir begegnen, das nehme ich so wahr mit den Seelengefährten und dem Hund an der Unterseite des Decks, die werden deutlich mehr Unterstützer oder Unterstützer sein als eventuell vorher. Ne? So. Also vielleicht darfst du auch, ne, so, vielleicht darfst du hier auch etwas Neues lernen, Page der Münzen. Durch die unterstützenden, begleitenden, motivierenden Begegnungen, die eine Sprache von, ja, der Hund und der Fuchs sind absolut gegenteilige Energien. Ne? So, dass du auch im Miteinander, im Austausch, in der Kommunikation wirklich etwas Neues erkennen darfst. Dass der Fuchs nicht mehr das ist, was du jetzt anziehst, wo du dich mit dir selber auseinandergesetzt hast, sondern dass deine Verbindungen sehr viel Treue, Loyalität, Beistand, Unterstützung eben beinhalten. Also, meine Lieben, sehr, sehr, sehr schöne Energie. Und so lasse ich das hier stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte. Natürlich auf den Seelengefährten oder auf die Seelengefährten, die sich jetzt hier in dieser YouTube-Legung noch nicht so stark gezeigt haben. Ich nehme ja überall deine Energie wahr, außer ein bisschen bei Pagen der Münzen. Dann sehe ich hier mit dem Turm und der Sense ein relativ großes Sprung ins Ungewisse Happening. Da versuchen wir nochmal genauer einzugehen. Und auch auf diese neue Idee, auf diese Das-ist-es-Energie, die ich, ne? Ich nehme hier immer das Gesicht der Hohen Priesterin wahr. Hohe Priesterin, Fische-Energie. Ein ganz tiefes Wissen von das mache ich jetzt. Das ist es jetzt. Das ist mein neues Projekt, mein neuer Job, meine Berufung, meine neue Beziehung, mein neues Lebensmodell. Ne? So, darauf will ich auch noch ein bisschen genauer eingehen. Und auf die List oder auf den Fuchs, der hier irgendwie in dir noch, oder den Prozess, in dem du gerade noch bist. Und dann schauen wir, meine Lieben, wieder, was rauskommt. Am Ende des Tages lasse ich mich auch durch diese Extended-Legung ganz intuitiv durchtreiben. Genau. So, zusätzlich dazu findet ihr alle meine Zusatzvideos auch hier auf YouTube in meiner Kanalmitgliedschaft. Wenn du gerne Teil meiner Soul Family werden möchtest, und darüber würde ich mich sehr freuen, findest du ebenfalls unten in der Infobox alles, was du dazu wissen musst. So, für die wieder unter euch, die sich das Zusatzvideo nicht anschauen. Ich sehe relativ große Veränderungen. Und ich sehe relativ große Begegnungen. Ne, hier ist ein ganz lebendiger, wertsteigernder, sicherheitgebender Austausch. Hier ist irgendwie eine... Ich nehme dich auf diesen beiden Energien wahr. Ich habe das Gefühl, weil du etwas so klar siehst wie die Eule. Ne? Aus dem Spirit Animal Oracle steht auf der Eule, you see clearly now. Weil du jetzt irgendwie plötzlich dieses klare Bild, diese klare Vision vor Augen hast, kommt da auch eine ganz andere Energie rein, in die Umsetzung zu kommen. Und da sehe ich dich. Ne? Klar, du bist wieder. Wenn du ein Ziel hast, lässt du dich nicht davon aufhalten. Und ich habe das Gefühl, dass du eben ein sehr, sehr, sehr klares Ziel vor Augen bekommst, das aber einhergeht mit ganz oder gar nicht. So nehme ich das hier ein bisschen wahr. Ganz oder gar nicht. Entweder all in
oder weiter stehen bleiben. Aber ich nehme dich mit der Sprung ins Ungewisse auf jeden Fall in der All-In-Energie wahr. Auch als Widder ist dir das eher in die Wiege gelegt. Und mein lieber Widder, das kann ich dir raten für dieses Jahr. Wenn du in diese Energie kommst, dann trau dich. Trau dich, Harakiri zu machen. Trau dich, den Turm fallen zu lassen. Trau dich, die Sense in die Hand zu nehmen. Weil das, was da draußen entsteht, es wird dich bereichern, es wird dich beflügeln. Es wird sehr viel neue Energie in dein Leben bringen. Und es ist offensichtlich auch irgendwie ein neues Leben, das hier beginnt. Okidoki, meine Lieben, so lasse ich das hier stehen. Vielen lieben Dank. Vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss.